Ein weiterer Bereich, der in den Bereich des Ausdrucks gehört, ist der Bereich des richtigen Handelns. Also unheilsame Handlungen vermeiden und heilsame Handlungen tun. Also das Leben achten, respektieren. Die Lebewesen nicht absichtlich töten, verletzen oder quälen auch. Alle Lebewesen lieben das Leben und fürchten den Tod. Alle Lebewesen suchen das Glück und wollen den Schmerz vermeiden. Und indem wir uns diesem Grundbedürfnis, das allem Lebewesen eigen ist, bewusst sind, und zwar nicht nur vom Kopf her, sondern durch die meditative Übung, die Verbundenheit, die gegenseitige Abhängigkeit tatsächlich auch erkennen und erfahren. Also auch mehr und mehr erfahren, dass die vermeintliche Grenze zwischen Ich und Du, innen und außen, in der Art gar nicht existiert, wird das Nichtverstehen zu einer mehr und mehr spontanen Haltung, da wir uns das Leben als Ganzes nicht verletzen wollen. Und stattdessen kultivieren wir Güte und Mitgefühl. Also wir lassen nicht nur das Unheilsame weg, versuchen das wegzulassen, sondern wünschen das Gute für die Lebewesen, für uns, für die anderen. Also dieses rechte Handeln ist der Ausdruck des zweiten Bereiches des Pfades, von der rechten Gesinnung, nämlich Güte. Auch das Hab und Gut, den Besitz anderer respektieren, gehört hier dazu. Also nicht stehlen, das nehmen, was einem nicht gehört. Stehlen könnte vielleicht auch heißen, anderen etwas nicht geben, was richtigerweise ihnen gehört. Also ich denke da gerade zum Beispiel ein Verkäufer, der einen Kunden täuscht, indem er ein Gewicht falsch angibt. Nehmen, was einem nicht gehört, kann aus Verlangen und aus Aversion als dahinterliegende Motivation geschehen. Ich kann etwas nehmen, weil ich etwas haben will oder weil ich der Person schaden will. Stattdessen üben wir uns in Großzügigkeit, respektieren den Besitz anderer und das Recht anderer, ihre Güter so zu gebrauchen, wie sie es wünschen. Schätzen, was wir haben, zufrieden sein mit dem, was wir haben. So Dankbarkeit sind der positive Ausdruck davon. Rechtes Handeln heißt auch sorgfältig umgehen mit unseren Beziehungen, vor allem auch mit unseren sexuellen Beziehungen. Also möglichst sexuelle Beziehungen vermeiden, welche jemanden verletzen. Und was dies für uns heißt, denke ich, muss jedes und jeder für sich selber herausfinden. Auf jeden Fall, was damit gemeint ist, schauen, dass niemand der Beteiligten körperlicher oder seelischer Schaden daraus resultiert oder zugefügt wird. Ein weiterer Bereich des Pfades ist der rechte Lebensunterhalt, wie wir unser Leben verdienen. Wie verdiene ich mein Geld und womit? Und wie es traditionell heißt, was vermieden werden sollte, was als unheilsam gilt, ist eine Arbeit, welche Töten beinhaltet, Stehlen oder jede Art von Unehrlichkeit. Das heißt auch, nicht mit Waffen handeln, nicht mit Menschen handeln, also keine Sklaverei, Prostitution, nicht mit Lebewesen handeln, nicht mit Gift handeln und nicht mit berauschenden Mitteln handeln. Also was dies eigentlich heißt, ist unser Vermögen, unseren Lebensunterhalt durch legale, durch nicht verletzende Mittel erwerben auch. Durch Mittel, die niemandem Schaden zufügen. Also zum Beispiel nicht durch Betrug. Kurz auf eine Art und Weise, dass niemand darunter leidet, so gut wie möglich. Oder jedenfalls auch immer wieder hinschauen. Und traditionellerweise heißt es, wird dies noch unterteilt in drei Bereiche, nämlich
Richtig bezieht sich auf die Handlung, also indem wir schauen, dass wir nicht betrügen, dass wir zum Beispiel die Firma, wo wir arbeiten, nicht hintergehen, hinterrücks etwas einstecken, das uns nicht gehört, das eigentlich der Firma gehört, oder dass wir tun, als hätten wir länger gearbeitet, vor allem also aufschreiben, wir haben bis 8 Uhr gearbeitet, aber haben nur bis 6 Uhr gearbeitet, das gehört hierzu. Richtig in Bezug auf die Mitmenschen, mit denen wir zusammenarbeiten auch, oder mit den Angestellten vom Arbeitgeber aus. Also, das heißt, der Arbeitgeber sollte die Arbeit gemäß den Fähigkeiten des Arbeiters zuordnen, sollte die Angestellten angemessen bezahlen, sie fördern, wenn es ansteht, und ihnen Ferien geben. Und ich denke, dies mag uns hier in unserer Welt alles als ziemlich selbstverständlich erscheinen und ist leider ganz und gar nicht auf dieser Welt. Richtig bezieht sich auch auf die Ware. Sie sollte ehrlich angeboten werden, ehrlich präsentiert, also ohne irreführende Werbung, ohne Quantität und Qualität falsch anzugeben. Kurz, eigentlich jede Beschäftigung, welche auch das rechte Reden und das rechte Handeln verletzen, sind, wenn möglich, zu meiden. Und ein Leben, das dem eigenen körperlichen und spirituellen Wohle, als auch dem Wohle aller Mitwesen dient, ist eben diese richtige Lebensweise oder dieser richtige Lebensunterhalt. Und hier ist ein Beschrieb, der illustriert, dass eben diese verschiedenen Bereiche auch dieses achtfachen Pfades miteinander verbunden sind, dass sie nicht getrennt voneinander sind. Wenn du den unheilsamen Lebensunterhalt als unheilsam und den heilsamen Lebensunterhalt als heilsam erkennst, so hast du rechte Erkenntnis. Während du dich aber bemühst, den unheilsamen Lebensunterhalt zu überwinden und den rechten Lebensunterhalt zu erwecken, zu einer solchen Zeit übst du rechte Anstrengung oder rechtes Bemühen. Während du aber voll Achtsamkeit den unheilsamen Lebensunterhalt überwindest und den rechten Lebensunterhalt kultivierst, zu einer solchen Zeit übst du in rechter Achtsamkeit. So gibt es drei Dinge, die den rechten Lebensunterhalt begleiten und ihm folgen. Rechte Erkenntnis, rechte Anstrengung und rechte Achtsamkeit. Also sie sind alles nicht getrennte Bereiche voneinander, sondern sie spielen alles miteinander mit und ergänzen sich und bereichern sich. Und somit komme ich zu den letzten drei Aspekten, die diesen Weg ausmachen. Und zwar haben sie mit der Meditationspraxis an und für sich zu tun. Jedoch nicht nur, wenn wir still sitzen hier und die Augen geschlossen haben, sondern in jeder Situation, in der wir uns befinden. Ob wir mit jemandem sprechen, etwas tun oder zum Beispiel einem Vortrag zuhören. Das sind dies der Aspekt des rechten Bemühens, der rechten Achtsamkeit und der rechten Konzentration. Das rechte, das sinnvolle, das hilfreiche Bemühen, das wir in der spirituellen Praxis benötigen, ist vierfach. Nämlich das Bemühen zur Vermeidung, das Bemühen zur Überwindung, das Bemühen zur Erweckung und das Bemühen zur Erhaltung. Und was damit gemeint ist, ich werde auch gleich noch ein praktisches Beispiel dazu geben. Es ist das Bemühen, unheilsame Geistzustände, die noch nicht entstanden sind, zu vermeiden. Es ist das Bemühen, unheilsame Geisteszustände, die bereits entstanden sind, nicht weiterzuführen. Das Bemühen, heilsame Geisteszustände, die noch nicht entstanden sind, zu erwecken. Und das Bemühen, heilsame Geisteszustände, die bereits da sind, zu erhalten, zu fördern, zu kultivieren. Das tönt vielleicht alles sehr kompliziert, ist es aber überhaupt nicht.
Wenn wir zum Beispiel hier sitzen in der Meditation und mit der Achtsamkeit beim Atem sind, so gut wie das geht. In dem Moment, wo wir mit der Achtsamkeit beim Atem sind, üben wir dieser Aspekt, in dem wir die unheilsamen Geisteszustände, die noch nicht entstanden sind, vermeiden. Nämlich in dem Moment, wo wir beim Atem sind, ist keine Aversion da, ist kein Verlangen da, ist keine Wut da, ist keine Angst da. Die mag kommen, die mag immer dazwischen kommen, aber in dem Moment, wo wir dabei sind, sind diese negativen Emotionen abwesend. Wenn wir beim Atmen sind, plötzlich jemand hustet oder laut atmet und es stört uns, stellen wir das fest und merken Aversion, Wut oder einfach ein ungutes Gefühl. Und in dem Moment, wenn wir feststellen, dass Aversion da ist, also es ist bereits entstanden, dieser unheilsame Geistesfaktor ist bereits entstanden, aber wenn wir ihn nicht weiterführen, sondern einfach loslassen und wieder zum Atem kommen, in dem Moment praktizieren wir eben dieses rechte Bemühen, nämlich das Unheilsame nicht weiterführen. Angenommen nun, diese Person hustet weiter oder atmet weiter laut und wir in Kontakt kommen oder wir Kontakt machen mit diesem Leiden auch, das eigentlich da ist von dieser anderen Person. Dass wenn wir uns bewusst werden, dass ja diese Person, dass es ihr nicht so gut geht, dass sie vielleicht erkältet ist und in dem Moment auch Verbindung ist zu diesem Leiden und Mitgefühl kommt. Also in dem Moment erwecken wir eben diese heilsame Qualität, die vorher noch nicht da war. Und wenn wir uns dann entschließen, zum Beispiel, dass wir bis zum Schluss des Sitzens Metta praktizieren wollen weiter und das auch tatsächlich machen, dann kultivieren wir diese heilsame Qualität, die bereits da ist. Also diese vier Arten von rechtem Bemühen passieren eigentlich können in ganz kleinen Momenten oder Erlebnissen passieren. Muss nicht was Großartiges sein auch. Richtiges Bemühen ist auch das Bemühen, das es braucht, um Kontakt zu machen mit dem, was da ist, jetzt in jedem Moment. Immer und immer wieder. In dem Moment, wo wir merken, dass wir in Gedanken verloren waren und wieder Kontakt machen mit dem Atem, praktizieren wir rechtes Bemühen. In dem Moment, wo wir merken, dass wir am Kommentieren, am Interpretieren sind, unsere gegenwärtigen Erfahrung, und in dem Moment haben wir auch die Möglichkeit und die Wahl, es sein zu lassen und direkt wieder Kontakt zu machen mit der Empfindung, mit der Emotion, mit was immer da ist. Sehr oft, wenn wir meinen, wir seien bequem und bemühten uns nicht, machen wir nicht keinen Effort, sondern falschen Effort, falsches Bemühen. Nämlich, wir strengen uns an, um Angenehmes festzuhalten, zu verlängern, zu behalten. Und wir strengen uns an, das Unangenehme zu vermeiden, zu verdrängen. Und dies ist enorm anstrengend, da es ständig wechselt. Und dieser Mangel an rechtem Bemühen ist nicht nur all das, was uns hindert in unserer Praxis, nämlich auch Bequemlichkeit oder unsere Verzagtheit, unsere Selbstentwertung sehr oft auch, sondern auch all die vielen Dinge im Leben, für die wir so viel Anstrengung aufwenden, den ganzen Tag. Also all die gesellschaftlichen Anlässe, Einladungen, Picknicks, Partys, das viele Einkaufen, sich schön machen, Radio hören, Fernseh schauen. Aber auch all die Arbeit, die wir glauben, leisten zu müssen, um besser gestellt zu sein, um wohlhabender zu sein, um uns komfortabler und sicherer zu fühlen im Leben. Also ein Großteil unseres Bemühens und Aufwands im Leben ist sehr oft falsches Bemühen. Energie für Sinnloses und oft nicht sehr Hilfreiches,
Und das sind in dem Sinn eher Bad News. Und die Good News sind eigentlich die, dass wenn wir all dies, also all diese, was immer wir tun im Alltag, einkaufen, Fernseh schauen, Partys und so weiter, wenn wir all dies mit Gewahrsein, mit Achtsamkeit und mit Sensibilität tun, wird es zur Praxis. Außer natürlich, dass es tatsächlich schädliche, unheilsame Dinge sind, die uns und anderen schaden. Und wenn das rechte Bemühen, die Energie da ist, wie es Shantideva sieht, nämlich ein sich freuen an dem, was heilsam ist, ist ein sich freuen an dem, was heilsam ist, dann kommt es auch eher von einem Platz der Freude und der Leichtigkeit. Ein weiterer Bereich ist ein Bereich, von dem wir sehr viel gesprochen haben, schon bereits in den letzten Tagen, nämlich rechte Achtsamkeit. Wir üben uns, den Geist präsent, offen, ruhig zu halten und in der Gegenwart zu sein. Wir üben uns, alle Erfahrungen, die unser Sein ausmachen, in unser Gewahrsein einzuschließen. Achtsamkeit, Gewahrsein unseres Körpers, wenn wir sitzen, liegen, stehen, gehen, unsere Körperempfindungen, wir üben uns die Gefühlstönungen, die mit allen Erfahrungen mitkommen, wahrzunehmen, nämlich ob die Erfahrung angenehm ist, unangenehm oder eher neutral. Die Achtsamkeit schließt auch alle Sinneswahrnehmungen ein, also das Riechen, Hören, Schmecken, Tasten, Sehen, das Denken, alle Emotionen und Stimmungen, alle Gedanken, Bilder, Erinnerungen und so weiter. Wir üben uns darin, an diesem Fluss von Erfahrungen teilzuhaben, wach, offen, ohne zu werten, ohne etwas festzuhalten oder etwas wegzustoßen. Und dass es rechte Achtsamkeit gibt und davon gesprochen wird, heißt auch, dass es eine falsche Achtsamkeit gibt. Wir sind zwar achtsam, werten jedoch das Wahrgenommene oder manipulieren, sind achtsam, damit es anders wird, damit es bleibt, damit es vorbeigeht. Also unsere Achtsamkeit ist von einer Erwartung gefärbt. Wir hoffen, dass es bestimmte Resultate bringen wird, wenn wir dabei sind. Und dies ist genau das, was uns oft das Gefühl gibt, Achtsamkeit sei anstrengend. Wir nehmen etwas wahr, interpretieren jedoch sofort, was wahrgenommen wurde. Wir bauen sozusagen eine mentale Konstruktion auf, verzieren, komplizieren, schmücken aus, assoziieren. Und was dadurch geschieht? Wir sind dem ursprünglich wahrgenommenen Objekt, sei es eine Körperempfindung, ein Geräusch, eine Emotion oder was immer, eher auf Distanz, sind mit seiner wahren Natur nicht in Kontakt. Achtsamkeit hat nämlich die Funktion, dass es das Objekt offenbart, so wie es ist, bevor es mit Interpretationen belegt ist. Achtsamkeit praktizieren ist somit nicht so sehr eine Frage von Tun, sondern vielmehr von Nicht-Tun. Nämlich nicht werten, nicht planen, vorstellen, assoziieren, manipulieren, kontrollieren, sondern einfach wahrnehmen, da sein, offen sein für das Wahrgenommene. Achtsamkeit ist in dem Sinne auch immer einfach. Einfach anstelle von komplex. Achtsamkeit löst Knoten auf, auch. Achtsamkeit nimmt wahr, wie jede Erfahrung entsteht, dauert und wieder vergeht. Und in diesem Dabeisein ist kein Platz für Festhalten und fürs Wegstoßen. Es ist einzig ein Dabeisein mit dem, was gerade ist, so direkt, so genau wie möglich. Achtsamkeit hat auch die Funktion des Ankerns. Sie verankert den Geist sicher in der Gegenwart, so dass er nicht in die Vergangenheit und in die Zukunft abdriftet. In Erinnerungen, in Ängste, in Hoffnungen und so weiter. Ein Geist ohne Achtsamkeit wird verglichen mit einem Kürbis, ein solcher mit Achtsamkeit mit einem Stein.
Ein Kürbis, den wir ins Wasser legen, bleibt auf dem Wasser und schwimmt sofort davon. Ein Stein jedoch treibt nicht weg. Er bleibt dort, wo er hinausgeworfen wurde, und sinkt an der Stelle, bis er den Grund erreicht hat. Genauso ist es mit dem Geist, der mit Achtsamkeit erfüllt ist. Statt umherzuwandern und dadurch nur die Oberfläche zu berühren, dringt er ein in das Objekt, bringt somit seine Charakteristika, die wahre Natur des Objekts zutage. Was auch sehr wichtig ist, essentiell ist die Stetigkeit der Achtsamkeit. Und dies ist der letzte Aspekt dieses achtfachen Pfades. Manchmal heißt es auch Konzentration. Also nicht einfach nur während den formellen Sitzmeditationen oder Gehmeditationen achtsam sein und dann völlig unachtsam hinauszugehen, zu essen, Zähne zu putzen, sondern möglichst mit Kontinuität, mit dem Fluss der Erfahrungen dabei sein. Und das Beispiel, das oft gebraucht wird, ist das Beispiel vom Wasserkochen. Wenn wir Wasser kochen wollen, dass es zum Kochen kommt, aber immer wieder die Pfanne von der Herdplatte wegnehmen, wird das Wasser nie zum Kochen kommen. Erst wenn wir es immer drauf lassen, wird dies möglich sein. So ein gewisses Maß an Konzentration ist hilfreich und dies üben wir jedes Mal dann, wenn wir für eine bestimmte Zeit des Sitzens den Atem als Hauptobjekt nehmen, immer wieder mit den Empfindungen, die durch das Ein- und Ausatmen entstehen, Kontakt machen und alle anderen Erfahrungen, Gedanken, Geräusche loslassen, ignorieren. Die Konzentration, die durch dieses Üben wächst, brauchen wir dann, um mit dem sich ständig wechselnden Fluss von Erfahrungen in Kontakt zu sein oder in Kontakt zu bleiben. Das Bild, das oft gebraucht wird, um aufzuzeigen, wie Achtsamkeit und Konzentration zusammenwirken, ist das Bild einer brennenden Kerze. Das Licht der Flamme ist die Achtsamkeit und das ruhig Brennen, das Nichtflackern der Flamme ist die Konzentration. Wir können zwar mit einer flackernden Kerze sehen, mit einer flackernden Flamme, aber mit einer ruhigen können wir genauer sehen, klarer sehen. Und somit wird der Kreis auch geschlossen, denn dies führt wiederum zu Erkenntnis und Weisheit und ihrem Ausdruck in der Welt. Also rechte Erkenntnis und Gesinnung, rechtes Reden, Handeln, Lebenserwerb, rechtes Bemühen, Achtsamkeit, Stetigkeit wirken alle aufeinander, unterstützen sich gegenseitig, sind alles unerlässliche Teile, ja, machen den Weg zu innerer Freiheit, zu Weisheit und zu Mitgefühl aus. Sie sind die acht Speichen des Dharmarades, wie der achtfache Pfad oft dargestellt wird. Und es ist das Rad, das sich direkt in Gegenrichtung dreht vom Rad des Samsara, dem Rad von Geburt, Tod und Leiden. Das Einzige, was wir tun müssen, ist den Weg begehen. Und was uns dabei hilft, ist viel Geduld und Ausdauer, ein sanftes Herz, Humor, eine große Portion Kühnheit und Weggefährten, die uns immer wieder ermutigen, den Weg weiterzugehen, die uns helfen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und das große Bild nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich das Bild von Weisheit und von Mitgefühl. Und dann können wir uns getrost auch der Aussage Shinshos anschließen. Muss man sich wirklich über die Erleuchtung Sorgen machen? Auf welcher Straße ich auch gehe, ich gehe nach Hause. Ich musste heute da weiterfahren, wo Fred gestern in seinem Vortrag aufgehört hat, nämlich bei der vierten edlen Wahrheit, dem Weg,
der zu Befreiung, Liebe und Mitgefühl führt. Wir haben alle eine Reise begonnen, eine Reise, um zu erforschen und zu entdecken, wer und was wir sind, in welcher Beziehung wir zur Welt, zu unseren Mitwesen stehen, wozu wir überhaupt da sind. Einerseits gehen wir diesen Weg allein, doch haben wir auch Weggenossinnen, Weggenossen, und es gibt viele, welche vor uns diesen Weg beschritten haben und uns Richtungsweiser hinterlassen haben. Eine dieser Landkarten, die uns den Weg weisen kann, wie wir von einem Zustand von Verwirrung, von inneren Zwängen, von Ängsten, von Getriebensein, seelischem Leiden und Suchen zu einem Sein in Frieden und Freiheit und einem Gefühl von Gelassenheit kommen können, ist die Lehre der Weg, den Buddha aufgezeigt hat, den sogenannten edlen achtfachen Pfad. Achtfach ist er, weil er aus acht Bereichen besteht, die sich, wenn man es kurz fassen möchte, in zwei Qualitäten ausdrücken, die wir alle bis zu einem gewissen Grad auch bereits schon in uns haben, nämlich Weisheit und Mitgefühl. Dieser edle achtfache Pfad, wie er genannt wird, ist eine umfassende Beschreibung der spirituellen Praxis und berührt alle Bereiche unseres Lebens. Ein Teil davon befasst sich mit dem Verstehen, der Erkenntnis und unserer Gesinnung, unserer inneren Haltung, ein Teil mit deren Ausdruck in Taten, in Worten, in der Art, wie wir unser Leben führen, unseren Lebensunterhalt verdienen, und ein Teil mit Meditation, Reflexion, Kontemplation, was wiederum zu Erkenntnis und rechter Gesinnung führt. Und was ich auch hier gleich noch vorausschicken möchte, ist, dieser edle achtfache Pfad heißt es immer Recht, also rechte Achtsamkeit, rechtes Bemühen, rechte Erkenntnis. Und was mit Recht gemeint ist, ist nicht Recht im Sinne von, was man tun soll, sondern Recht im Sinne, was heilsam ist, was zu innerer Freiheit, zu Liebe und Mitgefühl führt. In dem Sinne ist Recht gemeint. Buddha hat erkannt, dass das Nichtverstehen, die Unwissenheit der Wirklichkeit, die Wurzel des Leidens ist. Und darum macht es auch Sinn, den Weg damit zu beginnen, Licht in die Unwissenheit zu bringen, und zwar durch rechtes Verstehen, die Natur aller Dinge, das Wesen des Lebens richtig zu verstehen. Und was mit dem falschen Verstehen der Unwissenheit gemeint ist, illustriert ein Bericht, den ich letzthin in einer Zeitung gelesen habe. Überschrift: Giftiger Gartenschlauch. Ein Mann schickte sich an, seinen Garten zu bewässern. Als er den unter ein paar Büschen liegenden Gartenschlauch ergriff, biss dieser zu. Es war eine Giftschlange von ähnlicher Farbe wie der Gartenschlauch. Ob wir Gartenschläuche mit Schlangen verwechseln oder Schlangen mit Gartenschläuchen, es führt zu Schwierigkeiten und Leiden. Es ist eine Art Täuschung und unrealistische, nicht der Wirklichkeit entsprechende Fehlwahrnehmung, die Probleme, Konflikte und Leiden in uns schafft. Nun, wo liegt unsere Täuschung? Wo liegt unser Nichtverstehen? Was vergänglich ist, sehen wir als bleibend. Von was in sich unbefriedigend ist, erwarten wir bleibende Befriedigung. Und wo kein unveränderlicher Kern ist, nehmen wir ein Selbst, ein Ich war. Und dass das nicht gut kommen kann, ist, glaube ich, für jeden von uns offensichtlich. Richtiges Verstehen bezieht sich auch auf das Verstehen von Ursache und Wirkung. Jede Handlung bringt ein gewisses Resultat. Die Dinge passieren nicht zufällig, schicksalshaft, chaotisch. Und manchmal nehmen wir die Folgen sehr deutlich wahr, manchmal sind sie nicht sofort sichtbar. Es ist aufgrund der oben erwähnten Fehlwahrnehmung, dem Missverständnis über die Wirklichkeit,
dass wir mit negativen Emotionen reagieren, mit Aversion, Haften, Verlangen, mit Eifersucht, Angst und all die vielen anderen. Wenn wir die Wirklichkeit jedoch korrekt, realistisch sehen, können wir auch anders damit umgehen. Rechte Gesinnung, rechte innere Haltung ist dann unsere Beziehung dazu. Und dies ist der zweite Aspekt des achtfachen Pfades. So wie das rechte Verstehen die Erkenntnis, die Unwissenheit auflöst, so ist rechte Gesinnung die Gegenkraft von Verlangen und Haften, nämlich Loslassen, und die Gegenkraft von Aversion und Hass, nämlich Annehmen, Metta, Wohlwollen, Güte. Solange der Geist festhält, sei es an angenehmen Zuständen, wie sie in der Meditation auftreten können, sei es an Vorstellungen, Erwartungen, wie die Meditation sein müsste, sobald sie sich verändern, vergehen, werden wir leiden. Genauso verhält es sich mit den Sinneserfahrungen. Wenn wir uns an angenehmen Worten, Klängen, an schön aussehenden Dingen, Blumen, Menschen, an guten Gerüchen und Geschmäcken, wie beim Essen oder Trinken, oder an angenehmen Körperempfindungen festhalten, werden wir leiden, sobald sie sich verändern oder vergehen werden. Rechte Gesinnung nun ist genau die umgekehrte Haltung. Weil rechte Erkenntnis sieht, dass die Dinge nicht festhaltbar sind, geschieht Loslassen. Und so entsteht Freiheit anstatt Leiden. Und der schönste Ausdruck von dieser inneren Haltung ist Großzügigkeit, Geben, Offenherzigkeit. Ajahn Chah, der ein thailändischer Meditationsmeister, illustrierte das mit einer Geschichte. Denken Sie nur an die Geschichte von dem Fischer, der etwas in seiner Falle findet. Er hört das Flattern und Klatschen und greift mit seiner Hand nach dem vermeintlichen Fisch. Jetzt fühlt er aber, dass es sich nicht um einen Fisch, sondern entweder um einen Aal, in einigen Gebieten Thailands als Delikatesse beliebt, oder um eine Schlange handelt. Wirft er den Fang einfach weg, so könnte er es bereuen, vielleicht ist es wirklich ein Aal. Andererseits, wenn er da eine Schlange in der Hand hält, dann riskiert er, gebissen zu werden. Er ist wie gelähmt in seinem Zwiespalt zwischen Angst und Verlangen. Sobald er jedoch die gestreifte Haut erblickt, wirft er die Schlange blitzschnell von sich. Er braucht nicht darauf zu warten, dass jemand warnt, eine Schlange, es ist eine Schlange, lass los. Der direkte Anblick der Schlange befreit von jedem Zweifel, augenblicklich. Warum? Weil er nur noch die Gefahr sieht. Schlangen können beißen. Wer braucht ihn da noch zu warnen? Ebenso, wenn wir so praktizieren, dass wir die Dinge sehen, wie sie sind, dann werden wir uns nicht auf schädliche Dinge einlassen. So diese Abkehr, wenn man dieses Wort gebrauchen möchte, dieses Loslassen ist rechte Gesinnung. Noch hilfreich ist es sicher, es gar nicht erst zu erfassen. Und dies ist, was mit dem oft so verpönten Wort Entsagung gemeint ist. Rechte Gesinnung bedeutet auch annehmen, akzeptieren, Metta. Sie ist das Ende von Aversion und von Hass. Unsere Tendenz ist es, unangenehmen Erfahrungen, sei es hier in der Meditation oder im Alltagsleben, und unangenehmen Menschen mit Aversion zu begegnen. Rechte Erkenntnis nun sieht, dass das Leben seiner eigenen Gesetzmäßigkeit folgt und nicht unserer Kontrolle liegt. So bewegt uns rechte Erkenntnis, Unangenehmes anzunehmen, statt durch Aversion das Leiden noch zu vergrößern und zu verstärken. Wie wir gesehen haben, sind das Nichtverstehen der Wirklichkeit und das Verlangen haften und die Aversion, der Hass, die drei Wurzeln des Leidens. Es ist rechte Erkenntnis der Wirklichkeit, zusammen mit rechter Gesinnung, das heißt Loslassen, Großzügigkeit und Annehmen, welche die Auflösung der drei Ursachen des Leidens sind. Sie sind der Anfang und das Ziel des Pfades.
Egal, wie lange die Nacht gewesen ist, wie lange die Umnachtung gedauert hat, in dem Moment, wo das Licht hereinkommt, ist die Helligkeit da und die Dunkelheit weg. Und es ist aus diesem Licht heraus, aus dem die nächsten drei Bereiche des achtfachen Pfades hervorgehen, nämlich Bereiche, die mit unserem Handeln, mit Ausdruck zu tun haben, damit, wie wir uns in der Welt bewegen, wie wir uns zu unserer Umwelt, unseren Mitmenschen verhalten. Sie sind die Grundlage und der Ausdruck jeglichen spirituellen Fortschritts. Und das erste dieser drei Bereiche, die mit Ausdruck in der Welt zu tun haben, ist Reden, Sprache. Worte, wie sie wirken, ist oft nicht so direkt, unmittelbar sichtbar für uns, wie dies oft mit unseren Handlungen der Fall ist. Doch sie wirken in den Menschen, die sie sagen und in denen, die sie hören. Worte haben eine enorme Macht. Worte reden ist so wirksam, dass es Feinde schaffen, Kriege verursachen und Leben zerstören kann. Es vermag aber auch Weisheit zu erzeugen, Trennung zu überbrücken, zu heilen und Frieden zu schaffen. Die folgende Geschichte illustriert die Macht des Wortes. Der Sohn eines Dorfältesten ist erkrankt. Alle möglichen Heilmittel sind ausprobiert worden, aber keines hatte ihn heilen können. Schließlich holt man den Heiler, den weisen Mann. Der Heiler spricht ein paar Gebete, eigentlich nur einige Worte, wendet sich dann an die Anwesenden und sagt, jetzt wird der Junge genesen. Viele der Anwesenden sind erstaunt und einer der kritischsten protestiert. Es ist lächerlich zu glauben, dass man mit ein paar Worten jemanden heilen könne. Worauf der Heiler ihn anherrscht, was verstehst du denn von Heilen? Du hast keine blasse Ahnung, dazu bist du ein völliger Narr. Der Mann wird nun gänzlich aufgebracht und wütend, wird feuerrot im Gesicht und macht sich daran, zurückzuschreien, als der Heiler ruhig sagt, siehst du, wenn ein paar Worte die Macht haben, dich zornig und rot im Gesicht zu machen, wie sollten ein paar andere Worte nicht die Macht haben zu heilen? Wenn wir von der Sprache den rechten Gebrauch machen, können wir uns selber und andere heilen. Wenn wir sie aber ungeschickt verwenden oder missbrauchen, werden wir uns und anderen schaden. Ich denke, wir haben wahrscheinlich alle Erinnerungen an Momente in unserem Leben, von denen wir wünschten, etwas nicht gesagt zu haben, das wir sagten, oder etwas gesagt zu haben, wo wir geschwiegen haben, oder Momente, von denen wir wünschten, es anders gesagt zu haben. Worte, die wir gesagt haben und was uns jemand gesagt hat, hinterlassen einen starken Eindruck, und zwar vor allem, von welchem Platz aus die Worte kommen. Je nachdem können sie uns ein Wohlbefinden geben oder dieses zerstören. Worte, das Reden, sind durch enorm mächtige Energien und Kräfte bedingt. Kommunikation wirkt auf jene, mit denen wir sprechen, auf jene, die unsere Briefe lesen, auf jene, die mitbekommen, wie wir miteinander kommunizieren. So zum Beispiel als Kinder können wir uns sicher alle daran erinnern, wie wir mitbekommen haben, wie unsere Eltern zusammen kommunizieren, ob das liebevoll ist oder bösartig oder ob überhaupt nicht gesprochen wurde und was das bedeutete und so weiter. Oder manchmal, ich kann mich erinnern, wenn ich manchmal von zu Hause, ich wohne etwa 10 Minuten mit der Bahn entfernt vom Zentrum von Bern weg, und wenn ich mit der Bahn fahre, so neben mir Leute sitzen, höre ich den Leuten zu, wie die miteinander sprechen, und da kommt was rüber, was immer das ist, wie die Leute miteinander kommunizieren. Ob da kommt so ein Gefühl von Harmonie, von die haben es gut zusammen, oder es kommt eben das Gefühl von irgendwas ist da in der Luft, das sehr unangenehm ist.
Also es hat auch eine Wirkung, auch wenn ich nicht direkt beteiligt bin in diesem Gespräch. Selbst der Tonfall, wie wir sprechen, wirkt. Und ich denke vor allem auch auf Tiere. Und es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass es auch auf Pflanzen wirkt. Oft ist uns die Wirkung im Moment nicht bewusst, doch Worte schlagen Wellen. Sie wirken nach, sie hinterlassen ein Echo. Wir bilden uns Meinungen, geprägt davon, was andere sagten oder schrieben. Wir wiederholen, was wir hörten, wir imitieren Menschen, die wir bewundern. Buddha hat betont, dass unser Reden, unsere Sprache ein zentraler Teil ist zum Erwachen zu unserer eigenen Wahrheit und zur letztendlichen Wirklichkeit. Ich denke, dass Worte enorme Macht haben, war schon immer so. Doch heutzutage mit all den Kommunikationsmitteln, die wir zur Verfügung haben, mit Telefon, Fax, Fernseher, Computer, Satelliten, haben sie noch eine viel weitragendere Wirkung. Rechte Rede, heilsame Rede, welche aus dieser rechten Erkenntnis hervorgeht, hat zwei Aspekte. Das Vermeiden von dem, was unheilsam ist, was verletzt, und ein Kultivieren von dem, was heilsam ist, was hilfreich ist. So zum Beispiel nicht sagen, was unwahr ist. Lügen, wird gesagt, kann als Hauptmotiv Gier, Verlangen haben. Lüge, die das Ziel hat, einen persönlichen Gewinn zu erzielen oder einen Gewinn für jemanden, der uns sehr nahe steht. Wir können lügen, um materiellen Wohlstand zu erlangen, eine gute Position, Achtung und Bewunderung. Lügen kann aber auch Aversion als Motiv haben. Wir können lügen, um damit jemanden zu verletzen, jemanden Schaden zufügen zu wollen. Oder aber wir lügen, um jemanden zu täuschen. Zum Beispiel, indem wir übertreiben, die Wahrheit übertreiben, verschönern, Dinge besser machen oder schlechter machen, sodass wir besser dastehen. Buddha meinte, dass Lügen in dem Sinne sehr unheilsam ist, weil es den gesellschaftlichen Zusammenhalt kaputt macht. Dass nur in einer Atmosphäre von gegenseitigem Vertrauen, wenn alle glauben können, dass der andere auch die Wahrheit sagt, eine Gesellschaft bestehen kann und ansonsten ein Chaos entsteht. Lügen tendieren auch dazu, weiter zu spinnen. Also wenn wir einmal gelogen haben, müssen wir wieder lügen, damit diese erste Lüge nicht auskommt, damit wir das vertuschen können und so weiter. Wenn wir uns der Wahrheit verschrieben haben, wollen wir mit ihr in Einklang kommen. Und dies geht nur, wenn unser ganzes Wesen mit der Wirklichkeit in Harmonie gebracht ist. Also Hingabe an die wahre Rede, an die Wahrheit, heißt auch Grundfassen auf der Realität statt auf der Illusion. Ich möchte eine Geschichte lesen, die illustriert, wie enorm mächtig eben Wahrheit oder Ehrlichkeit sein kann. Ich ging als Repräsentant der Hippie-Gemeinschaft von San Francisco in ein Reservat, um einige der Ältesten der Hopi-Indianer zu treffen und um ein Hippie-Hopi-Be-In im Grand Canyon zu arrangieren. Amerikanisch offensichtlich. Wir wollten ihre Tradition ehren und unserem gemeinsamen Respekt für das Land Ausdruck verleihen. Wie ihr euch vorstellen könnt, geschah dies in den 60er Jahren. Vier Älteste saßen an einem Küchentisch in einem Adobe-Gebäude auf vier Stühlen. Als ich ankam, waren keine Stühle mehr frei. So setzte ich mich ihnen gegenüber auf den Boden und konnte dabei sowohl unter dem Tisch als auch über ihn hinwegsehen. Der Jüngste war 65, der Älteste war 110 Jahre alt. Ich konnte ihre Hände sehen, die auf ihren Knien unter dem Tisch ruhten. Sie sahen aus wie Wurzeln in der Erde.
In der Gegenwart dieser Männer gab es eine außergewöhnliche Qualität des Verbundenseins. Wir sprachen darüber, was es bedeuten könnte, diese verschiedenen Gruppen und Generationen von Amerikanern zusammenzuführen. Sie erzählten mir von den Schwierigkeiten, die sie bisher mit Weißen gehabt hatten. Einer der jüngeren Krieger war kurz vorher in einem Autounfall mit einem Wagen der Behörde für indianische Angelegenheiten verwickelt worden. Der Fahrer des Behördenwagens hatte sich schuldhaft verhalten, aber die Polizei hatte am nächsten Tag eine leere Schnapsflasche gefunden und behauptet, dass der junge Indianer betrunken gewesen sei. Wir haben den jungen Mann gerufen und ihn gefragt, ob er getrunken habe, sagte einer von ihnen zu mir, und er hat Nein gesagt. Und dann schaute mich dieser Älteste sehr direkt und auf eine sehr schlichte Weise an und sagte, und er spricht Wahrheit. Ein Ehrfurchtsschauer überkam mich in diesem Moment. Es war nicht nur die Tatsache, dass ich ihm glaubte, oder dass er irgendeinen Zweifel oder Verdacht meinerseits sofort gebannt hatte, sondern ich erfuhr eine Art von primordialer Erinnerung an eine Zeit, in der man einfach die Wahrheit sagte, eine Zeit, in der Beziehungen auf Vertrauen beruhten. Ein zweiter Aspekt der Rede, die nicht sehr heilsam ist, ist, was ich in einem Buch gefunden habe, mit dem Wort ausgedrückt ist, Zwischenträgerei. Was damit gemeint ist, ist schlecht über andere Menschen sprechen, über andere einzelne Menschen oder über ganze Gruppen. Verleumdungen auch. Also ein Reden, das beabsichtigt, Feindschaft zu schaffen, zu einer Person oder Gruppen untereinander, sie zu trennen. Und die Motivation dahinter ist eigentlich Aversion, vielleicht eine Missbilligung des Erfolgs oder der guten Qualitäten dieses anderen Menschen oder dieser ganzen Gruppe von Menschen, vielleicht die Absicht, das Image dieses anderen Menschen schlecht zu machen. Oder das Motiv kann auch sein, dass ich dadurch für mich Zuwendung kriegen möchte. Noch unheilsamer ist, wenn das, was wir über die andere Person sagen, auch unwahr ist noch dazu. Und das Positive, die positive Ausdruck davon wäre eben reden, das sprechen, was Harmonie und Freundschaft schafft, was Verbindungen bringt, die positiven Qualitäten eines Menschen erwähnen oder einer Gruppe. Komplimente machen wäre auch ein Teil davon. Und das heißt, dass neben dem positiven Effekt, die dieses Reden eben hat, dem positiven Effekt, den wir in diesem Leben erfahren können, es das karmische Resultat auch das ist, dass wir Freunde haben werden, die sich selbst, wenn andere es versuchen, nie gegen uns wenden werden. Ein weiterer Aspekt vom Sprechen, wo wir auch Achtsamkeit reinbringen können, ist das Sprechen, indem wir grob oder verletzend oder unhöflich reden. Also Rede, welche beabsichtigt, weh zu tun auch. Also Beleidigungen, Ehrverletzungen, Sarkasmus auch, Zynismus. Die Wurzel dahinter ist meist Aversion und es ist meist eher impulsiv, nicht so wie mit diesem Schlechtreden von anderen Leuten, wo eher eine bewusste Absicht sehr oft dahinter sein kann, ist dieses grobe, diese verletzende Rede eher ein impulsiver Ausdruck. Und das heißt, dass der positive Aspekt davon dann eben wäre, oder die Gegenkraft dazu wäre, so sprechen, wie es dem Ohr gefällt, liebenswürdige Worte gebrauchen. Und die Gegenkraft wäre auch, sich in Geduld üben, lernen, Kritik anzunehmen. Die vierte Aspekt wäre sinnloses, leeres Geschwätz, das auch keinen Zweck hat und keine Tiefe.
etwas, wo wir wahrscheinlich sehr viel Zeit damit verbringen in unserem Alltag. Also einfach sprechen, reden, um Zeit totzuschlagen, aus Langeweile, aus einem Gefühl von Einsamkeit vielleicht. Und es wird auch gesagt, dass dieses Reden, dieses einfach Zeit totschlagen mit Sprechen, auch die Unachtsamkeit fördert. Ich denke, dies heißt nicht, dass es manchmal auch nicht angebracht ist, eben nur sogenannt oberflächliche Konversationen zu führen. Also auch mal zu fragen, wie geht's, wie ist, ja, das Wetter ist heute schön und so weiter. Das kann auch ein Reden sein, das Verbindungen schafft. Das ist sicher nicht gemeint damit. Es kann auch heißen, dass wir vielleicht manchmal lieber es vorziehen zu schweigen, statt zu sprechen. Ich denke, was hier auch dazu gehört, ist auch die Achtsamkeit, wie viel wir und was wir uns aussetzen, wie viel von Fernseh, von Radio, wie viel Telefongespräche, Kinozeitungen, dieser endlose Strom von Informationen, von Unterhaltung, welche den Geist auch sehr passiv macht. Also auch immer wieder schauen, wie viel Information und wie viel Unterhaltung brauche ich, ist hilfreich und wann ist zu viel?